Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, hier stehen geblieben. Und ich habe gesagt, dass ich einen Planet nicht so sehr mag, und zwar mag ich Redstone 3 nicht so gerne. Agria dafür etwas lieber. Aber weil wir uns jetzt mal das, was ich nicht mag, als erstes durchprügeln, machen wir das mal. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Dann machen wir das mal. Geld ist immer gut. Recher, Kommandoeinheit, besitzt die Fähigkeit, Klippen hinauf und hinunter zu springen. Den Text lesen wir auch nochmal. Die Sicherung der Schürfrechte an Redstones Mineralienfeldern waren Ursache von Konflikten zwischen verschiedenen Ressourcenabbaugilden im Vorfeld der terranischen Gildenkriege. Auf geht's! Redstone-System. Was für ein Loch. Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Vulkanplaneten hasse? Gut, dich zu sehen, Mann. Man nennt mich Torsch. Hilf mir dabei, die Mineralien abzubauen, die ich brauche. Und ich werde mich sehr erkenntlich zeigen. Wo ist der Hafen? Naja, dieser Planet ist ein wenig instabil. Die tiefliegenden Bereiche werden alle paar Minuten von Lava überflutet. Natürlich liegen aber genau dort die reichsten Mineralienvorkommen. Aber für einen harten Kerl wie dich ist das bestimmt kein Problem. Sir, ich orte außerdem noch Zerg-Biosignaturen auf der Oberfläche. Wir werden einen Teil der geförderten Mineralien für Verteidigungszwecke ausgeben müssen. Je mehr wir ausgeben, desto länger wird es dauern. Lava und Zerg. Zwei Dinge, auf die ich einfach nicht verzichten kann. Bringen wir es hinter uns. Die Musik hat ja super gepasst. Lava und Zerg, das könnte schwierig werden. Viele terranische Gebäude können abheben, fliegen und anderorts wieder landen. Dies ist nützlich, um Lava-Eruptionen zu entgehen. Gut, da bin ich mal gespannt. Man kann diese Mission, das werden wir aber nicht machen, aber das sage ich trotzdem mal, man kann diese Mission noch anders schaffen, und zwar indem man alle Zerg tötet. Das ist aber relativ schwierig. Auf schwer, nehme ich mal an. Auf normal habe ich das, das ist dann die Heldentat. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall irgendeine Heldentat als Erfolg. Ja. Ich werde euch in der nächsten Aufnahme dann mal sagen, welche Heldentat das ist. Auswendig, das weiß ich das jetzt nicht. Lad. Achso, derzeitige Mission. Tanz auf dem Vulkan. Aber es ist ein sehr schöner Planet. Er leuchtet so schön. Fast wie... ja, Redstone. Er hat's gleich. Ich hasse es, in der Aufnahme was laden zu müssen. Es dauert immer so lange. Ihr habt's gut. Ihr könnt einfach sagen, wir hören uns diesen Quatschkopf da jetzt nicht an. Und spulen einfach ein bisschen vor. Um den Ladebildschirm zu entgehen. Aber ich muss es mir jedes Mal wieder antun. Naja, wir haben ja jetzt geladen. Und auf geht's. Hallo? Oh, ich hab nicht gedrückt. Ich Trottel. Sieht doch ganz gut aus. Eine Reihe nehmen wir auch. Bauen wir erstmal hier im Bunker. Doch ein Bunker. Wir verschwenden jetzt erstmal alle Mineralien. Noch ein Bunker. Oh mein Gott. Ach.
Hat Zeit. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Jetzt hoch. Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Die Lava steigt. Bringt diese WBF sofort nach oben. Sind sie doch. Was sind denn das für Viecher? Und hier noch ein Versorgungs... Da reicht eins nicht. Die Gefahr ist vorüber. Sie können mit dem Abbau... So. Abbauen. Die geschätzte Dauer bis zur nächsten Lavawelle zu sehen. Wenn eine bevorsteht, sollten alle Einheiten und Gebäude auf eine Anhöhe verlegt werden. Okay. Wovor ich jetzt von Gebäuden her eher weniger sehe. Nee, aber die Bunker können wir notfalls auch noch wieder verwerten. Das ist ja schön am Bunkern. Wir sind sozusagen vorübergehend nur. Wir können jederzeit sagen, brauchen wir nicht mehr. Verstanden. Ich habe da ein paar Freunde, die euch aushelfen können. Rächer. Rächer sind gut. Rächer, sagst du? Teufel auch, Cowboy. Wir müssen mehr von denen ausbilden. Die sind... Ja, kommst nicht rein. Fürchte den Tod. Eigentlich sind die relativ sinnlos, Rächer. Meiner Meinung nach zumindest. Komm mal hier hoch. Was umlegen. Meister. Was liegt an? So. Wird erledigt. Und mit denen fahren wir jetzt mal da hoch. Glaub mir, das war's wert. Ein paar meiner Jungs sind in der Gegend hier verschollen. Ich würde echt gern wissen, ob sie noch leben. Guten Tag. Tosch hat euch geschickt? Das wurde aber auch Zeit. Lasst uns den Auftrag hier erledigen und dann verflucht nochmal nicht wie weg von diesem Planeten, wa? Nicht wie weg ist gut. Hoch da, 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 hoch da. Gut. Und dann holen wir uns viermal noch Mineralien. Ist hier unten. Nix. Gut. Jetzt haben wir schon ein paar Rächer. Den krallen wir uns auch. Scanner zeigen eine Den krallen wir uns hundertprozentig. Ihre Position an. Ein Brutalist, glaube ich. Brutalist ist gut. Erledigen könnten, würde das meine, unsere Forschung weit voranbringen. Das ist gut. Unsere Forschung voranbringen ist immer gut. Gut. Du darfst mal reinkommen. Gut. Ja, 54 Sekunden steigt die Lava wieder an. Oh. Du. Der Tod kommt von oben. Da hoch. Wird erledigt. Gut. 1200 haben wir schon mal. Das ist alles. Fürchte den Tod. Hier hoch. Seismische Aktivität nimmt zu. Es wird zur Vorsicht geraten. Seismische Aktivität. Warnung. Lavaausbruch steht unmittelbar bevor. Nicht gut. Evakuieren Sie umgehend die tiefer gelegenen Bereiche. Na, ihr kommt nicht rein. Das könnt ihr schön vergessen. Ach, ich könnte noch einen Upgrades. Ja, Upgrades sind eigentlich wichtig. Mache ich mal noch. Ah, ich werde auf Schild-Upgrades gehen. Ne, auf Angriff. Und ein Sanitäter. Damit wir nicht mehr so viel verlieren. Ihr dürft fortfahren. Die dürft jetzt auch mal landen. Ist das nicht schön?
Basis wird angegriffen. Was war das? Kann's kaum noch erwarten. Ja, du wirst auch mal Zeit. So, ihr aufkreuzt. Gott, die Rächer. Wir müssen... Das kann ich euch ja schon mal verraten. Weil ich habe keine Lust, wirklich gegen ihn zu kämpfen hier. Und so viel zu verlieren. Wir ziehen ihn in die Lava. Dass er daran verreckt. Je mehr Mineralien wir in Truppen investieren, desto länger wird es dauern, unser Ziel zu erreichen. Sie sollten auf ihre Ressourcen achten. Erledigt. Warum nicht? In gut. Oh, yeah, oh ne, das vergisst man. Hier hoch. Nichts, womit ich nicht fertig werde. Natürlich. So, hier runter. Eine Hand wäscht die andere. Da sind jetzt zu viele. Hier sind die Koordinaten für das nächstgelegene Mineralienvorkommen. Hier jetzt mal wieder hoch. Los geht's. Lass einmal versorgen. Du brauchst in der Zwischenzeit noch zwei Reaper. Die brauchen schön wenig Mineralien. Genau. Davon werde ich jetzt mehr bauen. Wenn die so wenig Mineralien brauchen. Die brauchen da halt mehr Gas. Aber damit kann ich wohl noch leben. Heuer ich die an. Vier. Sei ich ein bisschen Mineralienverschwendung, aber. Ja, komm. Was Mut, das Mut. Seid ihr auch schon erschöpft? Nee. Werde ich euch muss gleich woanders hin bewegen. Ein Brei noch. Haben wir noch einen Rächer. Gut. Ihr müsst euch langsam auf den Weg machen. Müsst ihr unten halt noch hinkommen. Ja, ich mach dich schon mal los. Komm. Oh mein Gott. Hier wieder runter. Wir müssen den jetzt rausziehen. Und euch ziehe ich auch schon mal hoch, damit ich euch gleich nicht vergesse. Drecksvieh. Los geht's. Mist. Womit ich nicht fertig werde. Knapp. Na gut. Müssen wir uns den Kleiner mal holen. Die Gefahr ist vorüber. Ja, das ist schön. Das ist schön. Oh, die mal noch ab, dann müsste ich dich auch woanders schon hinziehen. Und dich gleich auch. Ausladen. Er repariert das, Mann. So. Baut man ab. Du gehst da oben hin. Und ich mache jetzt hier ein bisschen... Schießbodenspiele mit ihm. Habt ihr irgendwie mal Lust zu helfen? Du reparierst dann noch mit und ihr lasst euch da einladen. Pech gehabt.